In 2 Wochen steht mein erster Marathon an und ich habe mir vorgenommen, den komplett solo zu laufen, also nicht bei einer offiziellen Veranstaltung mit Versorgungsstation oder ähnliches, sondern ich laufe den alleine in meiner Region für mich. Und wie ich das Ganze angehe, beziehungsweise was ich mir vorgenommen habe mitzunehmen, um mich trotzdem irgendwie versorgen zu können, das zeige ich euch mal in dem Video. Also viel Spaß bei dem Einblick. Zuerst zu den Klamotten, da gibt es erstmal nicht wirklich was Aufregendes. Ganz normales, lockeres, luftiges T-Shirt, kurze Hose, dafür wird es ja im August warm genug sein. Und falls es regnen sollte, gibt es dann noch eine Windbreaker-Jacke, beziehungsweise falls es eben windig ist, zum Überschmeißen. Aber ansonsten hier nichts Spektakuläres, ganz normale Klamotten, die man quasi so zum Laufen anhat. Weiter geht's mit den Schuhen, auch wenn die primär jetzt nicht unbedingt was mit dem Solo-Marathon zu tun haben. Aber ich wollte trotzdem die kurz einmal zeigen. Ja, genau. Und zwar laufe ich die in den On Cloudflow. Nee, sorry, nicht Cloudflow, Cloudflyer. Mit denen bin ich jetzt bisher auch immer schon meine längeren Läufe gelaufen und auch die kürzeren, lockeren Läufe. Also war mit denen auch schon bei Distanzen über 30 Kilometer dabei. Insgesamt habe ich, glaube ich, 450 Kilometer oder so in den Schuhen bisher verbracht. Deswegen bin ich mir da relativ sicher, dass zumindest die mir jetzt auf die lange Strecke keine Probleme bereiten sollten. Sind vielleicht jetzt auch kein, nicht der perfekte Marathonschuh, zu dem jeder greifen würde, aber gerade weil ich die Schuhe jetzt einfach schon gewöhnt bin, mit denen auch schon genug Kilometer drin habe, dass ich denke, dass die mir noch keine Probleme machen, aber auch nicht zu viele, dass der Schuh abnutzt. Genau, also in denen soll es 42 Kilometer nach vorne gehen. So kommen wir jetzt zum interessantesten Teil und zwar der Versorgung. Als Laufweste, um das zu transportieren, habe ich die Laufweste von Salomon. Das ist, glaube ich, die Advanced Skin Set 12, also eine 12-Liter-Variante. Ist theoretisch für den normalen Marathon eigentlich zu groß, weil das ganze hintere große Fach, was da noch dran ist, brauche ich eigentlich nicht. Aber als ich mir die gekauft habe, wollte ich mir einfach einen kaufen, den ich auch vielleicht für noch längere Läufe irgendwann mal oder Touren benutzen kann. Und ich meine, wenn das Fach leer ist, dann stört es mich ja letztendlich nicht. Genau, also die schmeiße ich mir quasi über, sitzt dann auch schön fest, hat man ja in meinen längeren Läufen schon gesehen, wackelt nichts und hier drin wird alles transportiert. Genau, zum Trinken nehme ich entsprechend zwei so eine Soft Flask. Die hier ist jetzt auch ein bisschen, also eigentlich sind die beide blau. Die hier ist jetzt ein bisschen grün geworden, weil hier auch zwischendurch immer ein bisschen Mineralienzeug mit drin war, also so ISO-Getränk und das hat es quasi gefärbt. Die mache ich beide komplett voll, sollten ungefähr 500 Milliliter sein pro Flasche. Und ich denke, dass ein ganzer Liter auch reicht für den Marathon. Ich plane extra relativ früh loszulaufen, wo es noch nicht so heiß ist. Ja, dass ich da keine Probleme habe, weil das unterwegs nochmal aufzufüllen wäre, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Das Schöne ist, die sind so eine Softflask, die werden quasi kleiner. Jetzt sieht man hier oben, hier ist noch Luft quasi drin, wenn ich das jetzt einmal so raussauge. Und dann sieht man quasi hier, dass die Flasche auch insgesamt dünner geworden ist und hier kommt quasi keine Luft mehr rein. Hat den Vorteil, jetzt hört man es oder man hört es nicht. Dadurch, dass hier keine Luft mehr drin ist, plätschert das auch nicht mehr. Also die Flaschen nehmen quasi mit der Zeit dann immer weniger Platz ein, werden leichter und es plätschert nicht so. Also ich mache mal zum Vergleich die Luft mal wieder rein. So, jetzt hat man, sieht man die Luft wieder drin und dann würde es immer so plätschern und das ist halt ganz cool bei diesem Soft Flask, dass es entsprechend rausgeht. Genau, also Wasser für Wasser ist quasi auch gesorgt. Und dann als nächstes nehme ich mit Gels, das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, ist jetzt kein besonderes, ist glaube ich irgendeine No-Name-Marke, habe ich vorher auf jeden Fall noch nie gehört, die habe ich irgendwo mal günstig reduziert bekommen. Davon nehme ich dann entweder zwei oder drei, ich weiß es noch nicht, das erste plane ich nach einer Stunde zu nehmen und dann steht hier auch immer drauf, eins alle 45 Minuten. Ich schau mal, ich will es damit eigentlich ehrlicherweise nicht übertreiben. Erstmal sind die jetzt nicht so extremst lecker. Also das ist ja eher so Mittel zum Zweck. Viel Zucker, extrem süß und so ein Krams. Von daher nehme ich damit 2 bis 3. Muss ich mal schauen, je nachdem, wie es mir an dem Tag so geht. Von daher bin ich quasi dann mit Zucker oder Energie auch versorgt. Und dann habe ich noch ganz Klassiker, wenn man allein unterwegs ist. Kopfhörer, ich werde mir wahrscheinlich Podcasts auf die Ohren machen. Ich bin ja fast 4 Stunden unterwegs und wenn man alleine ist, könnte es doch ein bisschen langweilig werden, einfach nur so in die Gegend drumherum zu gucken. Deswegen gibt es entsprechend noch ein bisschen Musik auf die Ohren.
Ja, ich bin gespannt. Es sind, wie gesagt, jetzt noch 2 Wochen. Morgen steht noch der letzte richtig lange Lauf an. Da gehe ich nochmal so an die 30 Kilometer. Mal gucken, wie ich da so rauskomme. Ja, und dann, ich bin wirklich gehypt. Es geht dann quasi 2 Wochen ins Tapering. Da werden die Umfänge ein bisschen geringer. Und dann mal schauen. Unter 4 Stunden ist quasi so mein primäres Ziel. Ich hoffe, ich kann das Ganze schön stark zu Ende laufen. Und dann halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Nächste Woche gibt es dann auch nochmal ein schönes Video von dem ganzen, von der Trainingswoche nächste Woche. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Dann nehme ich einfach jeden Tag so ein bisschen was aus. Also abonniert gerne für mehr, bleibt dran. Und falls ihr schon mal einen Solo-Marathon gelaufen seid, würde es mich freuen, wenn ihr in die Kommentare mal schreibt, was ihr so mitgenommen habt. Vielleicht fehlt mir auch noch irgendwas, woran ich jetzt noch gar nicht denke. Und das wird mir nachher das Genick brechen. Mal schauen. Ja. Genau, also macht's gut. Ich wünsche euch richtig geile Läufe. Euer Mitch.